Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys and Merchandise Folge 61. Leute, auf vielfachen Wunsch reisen wir heute nochmal zurück in die Zeit der Special Edition, Jahr 1997. Und wir zeigen euch den damals heiß begehrten Patrol U-Bug, inklusive einem Sand Trooper. Das Stück war damals so begehrt, dass es nahezu überall ausverkauft war. Auch in den Comic-Shops. Anschließend zeige ich euch ebenfalls aus der Zeit der Special Edition Jabba the Hutt mit Han Solo als Beipackfigur. Diese Sets waren wirklich fantastisch. Also wirklich ein Muss für jeden Sammler damals. Ich würde sagen, gehen wir rüber. Beginnen wir mit dem Patrol U-Bug und dem beigepackten Sand Trooper. Hier sehen wir die Vorderseite der europäischen Trilogo-Box. Hier das wunderschöne Power of the Force 2 Motiv. Hier sehen wir die Rückseite der Box. Hier die Erklärung des U-Bug in 5 verschiedenen Sprachen. Interessant die deutsche Erklärung. Art: echsenähnliches Allesfresser. Größe: 1,30 m bis 2 m Schulterhöhe. Heimatplanet: Tatooine. Einsatz als Patrouillentier, Haustier, Nahrungsmittel und Leder. Na Mahlzeit. Und ein wenig Werbung für die aktuellen Toys. Arwing, Speederbike mit Luke Skywalker und die T-16. Hier sehen wir die Oberseite der europäischen Box. Hier eine typisch europäische Unterseite. Hergestellt im Jahre 1997. Made in China. Hier sehen wir die linke Seitenlasche. Und hier die rechte. Es erschien auch eine Power of the Force Box. Rechts oben mit dem Vermerk Star Wars Special Edition. Der Innenkarton. Beigepackt war dieses Werbeprospekt. So, dann schauen wir uns mal den Allesfresser an. Für ein Kinderspielzeug viel Liebe zum Detail. Hier die Unterseite. Am linken hinteren Fuß die Bestempelung. Kenner Made in China, Made 1997. Hier der vordere linke Fuß. Sogar an die vielen Schuppen und die verschiedenen Färbungen wurde gedacht. Wenn man den Schwanz bewegte, konnte man das Maul öffnen. Ich würde sagen, wir sehen uns das mal ganz genau an. Der Clou: am Hals befindet sich noch ein Gelenk. Bei Betätigen des Schwanzes fährt der Kopf auch nach oben. Also das Gebiss, würde ich sagen, das sind Mahlzähne und keine Reißzähne, also eher ein Pflanzenfresser. Schön gelungen ist auch der Sattel. Hier sehen wir das Zaumzeug. Hier einmal der Vergleich, rechts die Version aus dem Jahre 1978, links die neue von 1997. Die Beine waren beweglich. Beigepackt war der mit Sehnsucht erwartete Sand Trooper. Viele kauften sich das Set nur wegen dieser Figur. Gut kann man die braunen Sandflecken erkennen. Die Gelenke waren beweglich. Auf der Rückseite war ein Rucksack angebracht.
Diesen konnte man abnehmen. Sieht ziemlich schwer aus, vor allem bei 50 Grad im Schatten, wo kein Schatten ist. Interessant, die Figur verfügte an den Füßen über keine Löcher. An der Seite verfügte der Rucksack über ein Loch. An diesem konnte man das MG befestigen. Bei der Figur konnte man die Beine spreizen. Beim klassischen Modell musste man die Figur versenken. Aber den alten Patriot U-Bug nehmen wir in einer Extrasendung durch. Beigepackt war noch eine Stange, mit der der Sand Trooper dem U-Bug die Richtung weisen konnte. Sieht aus wie ein Elektroschocker. Hier noch ein letzter Blick. Nun kommen wir zum schlimmsten Gauner der Galaxis und Jabba. Hier sehen wir die Rückseite der Box. Hier die Unterseite, die Oberseite, die linke Seitenlasche und die rechte Seitenlasche. Beigepackt war wieder das gleiche Prospekt wie vorhin und eine Werbung für die Special Edition auf Video. Video ist der Vorgänger der DVD. Und hier sehen wir den großen Schurken. Der absolute Traummann. Gut getroffen. Jabba wurde der Special Edition nachempfunden. Wieder viel Liebe zum Detail. Die Arme selber waren beweglich. Sehen wir uns nun den Schwanz mal genauer an. In der Special Edition konnte sich Jabba am Boden bewegen. Das wurde im Modell übernommen. Der Schwanz bestand nun aus drei Teilen. Der Kopf war drehbar. Wenn man den Kopf drehte, bewegte sich auch der Schwanz. Dies war dafür gedacht, dass man auch Figuren praktisch umschlagen konnte. Jabba hat was von einem hässlichen Wurm. Die Unterseite war eher einfach gestaltet. Deutlich kann man die drei verschiedenen Bauteile am Schwanz erkennen. Die Bestempelung befindet sich an der Unterseite. 1997, Kenner, Made in China. Werfen wir nun noch einen Blick in die Runde. Beigepackt war der linke Han Solo. Er ist sehr leicht zu verwechseln mit der ersten Version von 1995 mit dem rechten. Aber die Version aus dem Set ist am Fuß, bestempelt 1997. Während die andere Version am linken Oberschenkel bestempelt ist, LFL 1995. Gut getroffen die Gesichtszüge, Harrison Ford. Jeder Halfter für seine Pistole. Beigepackt war auch Han Solos legendäre Pistole. Hier noch einen letzten Blick auf dieses geniale Set. So Leute, das war die Folge 62. Ich bedanke mich bei euch allen wieder fürs Reinschauen. Den Petworld U-Bug aus dem Jahre 1978 werden wir mal getrennt in einer speziellen Sendung behandeln. Dieses Stück ist wirklich extrem selten heute zu finden und sehr interessant.
Also Leute, ich bedanke mich bei euch. Ich werde jetzt dieses wunderschöne Wetter heute noch genießen. Und ich sage es euch eins, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Fantastic Toys and Merchandise.